habe ja nichts gesagt. Hörst du mich? Hörst du mich wieder? Ja, ich habe dich auch gehört. Warum überholen sie den einfach nicht, den Bagger? Verstehe ich nicht. Also in Deutschland hätten wir schon längst überholt. Ich denke mal morgen oder heute, mal gucken. Stell mal einen schönen Gruß aus Norwegen. Siehst du jetzt, dass die Straße ja schon wieder anders ist? Ganz eben war noch alles schön sauber. Na? Aber geht. Eben war schon wieder schlimmer. Ich auch nicht. Jetzt hier, gucke mal. Berge. Na gut, kleine Berge. Aber reicht. Und Maus, das Auto läuft wie ein Uhrwerk. Einfach nur geil. Und diese Pausen, die ich immer machen muss, alle Stunde etwa. Also, das hält einen so munter. Ich habe noch so gut wie gar nichts. Ich habe seit Samstag, wo ich losgefahren bin, bis auf den Flammkuchen, habe ich gegessen? Eine Art Hotdog und einen kleinen Cheeseburger. Genau.
einen Cheeseburger, einen kleinen, normalen und zwei Rosinenbrötchen. Mehr habe ich noch nicht gegessen. Heute ist Mittwoch, glaube ich. Heute ist doch Mittwoch, oder? Ja. Na? Und ich hätte die Tour, ich hätte schon gestern Mittag da oben sein können, aber das will ich gar nicht. Ich will ja auch was sehen. Deshalb fahre ich dann noch nach Hammerfest. Deshalb war ich gestern auch nach Tromsø gefahren. Dann fahre ich dann, wenn ich bei der nächsten Ladestation bin, dann mache ich einen Livestream wieder auf YouTube. Dann fahre ich nach Hammerfest. Weil Hammerfest sagt mir irgendwie was. Hat, glaube ich, auch was mit der Nordpol-Expedition zu tun. Ach, hier, mit einer Schneefräse. Hauen Sie den Schnee hier weg. Siehst du das? Bagger und eine Schneefräse. Ja. 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 Ja, kommst du wieder beim Radlader von vorne. Flackert das Bild bei dir so komisch? Nee, nicht hakeln, so ein Schwimmen. Ja, das liegt an der Straße, die kommt die Kamera nicht hinterher. Aber siehst du das hier? Geht so bergauf, bergab. Ja. Hammergeil die Gegend. Die kürzeren. Geht es dann über Schweden, geht es dann zurück. Die haben ja alle gesagt, geschrieben, man sollte, wenn man da hochfährt, über Norwegen fahren. Am besten an der Küste entlang. Die haben recht. Spannend, wann die Sonne wieder untergeht. Die ist gegen 9:30 ist sie erst aufgegangen. Entschuldigung. Ja, kannst du ja machen. So, das ist hier blankes Eis, wo ich drauf fahre. Reifen. Das ist echt klasse. Jetzt kommt Schnee dazu. Jetzt kriege ich so langsam das, was ich habe. Noch da? Ja. Wir sind so mit Schneemobilen unterwegs, sind überall Spuren im Schnee. Bei uns fahren sie mit Crossmotorrädern durch den Wald und hier fahren sie mit Schneemobilen durch die Prärie. Ich fahre hier mit 80 lang. Jetzt bremsen wir mal ein bisschen. Ja, bremst auch. Er bremst. Also der Schnee rechts und links hier ist locker über einen Meter hoch. Im Hotel war ich noch nicht. Ja, lässt sich schlafen im Hotel. Auto. Hotel Ioniq. Das, oh,
geworden im Kopf. LKW. 1 Grad. Vorne kommt wieder ein Campingplatz oder sowas. Ist das geil, Maus. Bin auf einmal in einer ganz anderen Region. Auf einmal ist hier Fettschnee. Und 1 Grad ist ja nicht. Oh, die Straße kommt hier. 250 Meter bin ich hoch. Das ist ja doch gar nichts, ne? Und dann ja nur mit Vorderradantrieb. Und das mit Allwetterreifen. Ne? Jetzt fahren wir da auf den Berg dazu. Also ich werde heute auch nicht ganz da hochfahren, sondern woanders hin. Und von da aus werde ich den Ausflug machen und dann morgen irgendwann da mal hochfahren. Morgen, übermorgen. Mal gucken. Es ist ja noch ein bisschen was. 270 Kilometer hört sich ja sehr nah an. Würde ich ja ganz schnell schaffen. Theoretisch. Mal abwarten, wie das Wetter hier noch wird. Also die Straße. Also heute ist ja hier Sonnenschein. Und die LKWs, die fahren ja volles Rohr. Vorne ins Rutschen kommen, dann schaltet sich das sofort ab. Und noch ein bisschen Kurbel schärfer. Das ist Hammer. Wenn wir hier hochfahren, auch im Winter. Irgendwas geklirrt hat die ganze Zeit, irgendwie nicht. Der hat eine Dosenblöde, glaube ich. Ich fahre jetzt hier insgesamt, ja, Tempo 65. 70 auf dem Tacho, 65 fahre ich. Halt nur bergab. Und ein Elektro von vorne. Ein Polestar von Volvo. Parkplatz ist nicht geräumt. Da fahre ich mich doch fest. Nee. Das lasse ich mal lieber. Ich habe ja keinen Geländewagen. Und ich werde mit dir, die ganzen Autos, die da standen, die haben alle Allrad. Und abbremsen. Der ganze See hier rechts ist neben mir. Oh, kannst du nicht sehen, ist zugefroren. Ich kann gerade so drüben, hier sehe ich noch nicht mehr. Komplett zugefroren. Klar.
Luftlinie war es glaube ich nur 25 oder sowas. Also fährst du hier rechts, links, hoch, runter und. Ach, das ist die Halterung vom Handy. Das ist die Halterung. Ich hab's wegdrehen. So. Jetzt ist es so nur so ein bisschen, ne? Oben rechts. Ja. Da krieg ich so nicht weg. Also Windräder habe ich in Norwegen, glaube ich, noch nicht gesehen. Brauchen die auch nicht. Hier wäre so viel Wasser. Überall ist ja hier Wasser. Irgendwelche Seen, Stauseen und all sowas. So, hier ist wieder eine Schranke und die ist offen. Hast du gesehen, die Schranken eben?
mal fester, fahr mal hin. Alter, das finde ich gar nicht mehr klar hier. Ach, das ist echt der Hammer. Im wahrsten Sinne. Leider ein Foto machen. Ach du Scheiße. Da wäre immer noch was geworden. Also auf Eis sollte ich nicht fahren.
Wald und die Sonne steht ziemlich flach über dem Horizont. Das ist so.